so oder so, guck mal. Herzlich willkommen wieder zurück bei einer weiteren Folge von Seven Pirates Ha mit heißen Mädels, knappe Sachen, alles andere, was jetzt Player nicht machen. Willkommen auf dem YouTube-Kanal Christine Angel 3000 mit mir. Christine Angel. Ja, in den letzten Folgen haben wir ein bisschen sehr viel geredet, haben auf jeden Fall ein paar neue Charaktere dazu bekommen für unser Schiff. Und heute ist es endlich soweit, dass wir mal heute auf eine neue Insel gehen. Bevor wir das aber natürlich machen, werden wir hier erstmal hier oben das Fragezeichen machen, denn so frei werden wir auf jeden Fall mal checken und dann werden wir direkt auf zu Insel gehen. So, okay. Ah, okay. Haben wir gefunden. Gut, würde ich sagen, ging es ja schneller wie, ich wusste gerade nicht, wie es hieß, was das ist, Einsammeln oder was Unbekanntes. Hätte sagen können, auch ein Event, denke ich einfach mal. Ich weiß es nicht. Gut, let's go. Wird auch mal wieder Zeit, dass wir ein bisschen kämpfen und Schätze sammeln, denn hier in Seven Pirates H geht's dann um Schatztruhen und den größten Schatz aller Zeiten, der Red Line. Nee, das war bei One Piece, aber hey, könnte fast hinkommen. Ein bisschen. So, let's go. So, wir haben hier Status Giftlings, Attacke runter und Frost. Das müssen wir uns auf jeden Fall beachten, wenn wir dann drauf gehen oder sonstiges. Gut, das ist unser momentaner Charakter, mit dem wir spielen. Wir checken jetzt einfach mal die Map. Ups, das war die falsche Taste. So, wir haben das noch nicht viel entdeckt. Aber wir können ja mal die Gegner hier klatschen, mal gucken, ob wir das überhaupt hinkriegen, ob wir die überhaupt besiegen können. So. Let's go. Bam. Out. Okay. Out. Immer schön drauf. So. Aber ist machbar. So. Jetzt stellt sich mich eigentlich die Frage... Wieso kann ich mit Sakura nicht spielen? Die ist deaktiviert. Ja, kommt wahrscheinlich erst noch, ne? Okay. Probieren wir unser Glück. So. Okay, da gibt es keine Truhen. Da kommen wir auch nicht hin. Wir machen hier mal weiter. Wir räumen ja ein bisschen auf. Ah, okay. Mal gleich mal ein Skill. Dango Born. Okay. Mal gucken, ob wir Feuer machen können. Okay, instant down. Hat sich aber immer gelohnt. Schaden, das ist schon was. So. Lucky Amulett. Okay. Weiter geht's. Was sind das für Monster? Suinoko und Akri Tapo. Ja, zu viel hat die. Ja. 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 Guck mal, Auto-Attack, wie das aussieht. Oh, wir müssen mal viel machen. Sehr schön. Lipstick. Davon haben wir mal welche gebraucht. Nice. So. Dimmos. Ich glaube, das war auch im dingsten Bereich. So. Ich komme da nicht drüber. Da muss es später noch irgendwas geben. War es das jetzt alles? Ups. Ach, warte mal, hier nach hinten. Scheint noch ein Weg zu sein. Ja. Toll. Wie komme ich denn da jetzt weiter? Muss ich jetzt einfach nur die Sachen sammeln? Okay, warte mal, wir checken einfach mal. So, also. Wir haben das, ne? Okay. Okay, den haben wir noch gar nicht. Banana Dango Wurm. 2 von 4. Okay. Alles klar. Also, wir müssen nochmal 2 Dango Wurme killen. Da müssen wir auch noch ein paar killen. Da werden wir hier wahrscheinlich mal ein bisschen bleiben.
aber Harry Marimo haben wir noch gar nicht. Und Togekinipo auch nicht. Gut, okay. Wollen wir weiter machen? Weiter. Da. Den müssen wir kaputt machen. Bleib stehen. Wurm. So, gehen wir auf Wasser auf. Wirkung macht. Blitz meine ich. Sorry. Oh. Und nochmal Feuer. Und oh mein Gott. Sehr schön. So. Okay, Mission completed. Da gehen wir auch noch kaputt machen. Davon ein paar. Aber da kommt halt immer nur allein. Das ist schlecht. Wann? Nein. Greifen wir einfach mal ein bisschen Standard an. Okay, keine Items. Schade. Schade, 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 schade. Machen wir mal weiter. Geld farmen. Ich hab doch hier. Hab ich nicht hier? Also, für mehr Attacken. Wirkt sich nicht gerade so viel aus, merke ich. Okay, weiter geht's. Gibt's hier noch? Ist irgendwie komisch, dass es halt hier nur so wenig ist. Okay, wir checken einfach mal nochmal die Missionen. Also, wir haben das auf jeden Fall. Safe. Kann ich das schon... Nee, muss ich erst zum Schiff zurück. Okay. Davon fehlen mir noch 3 Stück. Banana Bund. Gibt auch eins. Ja. Machen wir mal weiter einfach mal. Wir haben hier noch ein bisschen Energie. Sollte eigentlich dann nicht das Problem sein. Hoffe ich mal. Autsch. Wichtig ist, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir nicht drauf gehen. Okay, und ein goldenes Seil bekommen. So, hier gibt's auch mal ein Lückungsgleich. Mal gucken, was das ist. Bin ich mal gespannt. Okay. Nice. Ein Chopper. Ei. Okay. So. Weiter geht's. Wir können leider nicht viel machen. Tut mir leid. Okay.
will jetzt mal was ausprobieren. Geh mal hier hin. Das will ich jetzt auch mal gucken. Wenn wir schon dabei sind, dann gucken wir mal alle. Ja, dann wollen wir doch besser. Aber ich will nicht meckern, ne? So. Okay. Gut, haben wir. Autsch. Okay, da bräuchte ich jetzt doch Items. Die Frage ist bloß. Das selber geben oder? Okay, so, jetzt will ich das probieren, das habe ich mal. Ah, okay. Kann doch jemand auch. Das ist ja nicht so schlimm. Kann ja auch mal kommen. Amulett. Ich würde sagen, da, den Gegner müssen wir noch machen. Da fehlen uns noch ein paar. Out. Mega. So, wir checken mal kurz. Wie sieht's denn aus? Ich glaube, da fehlt noch. Noch einer fehlt, okay. Sehr schön. Wo haben wir das gefunden? Forest, okay. Vom Banana Girl. Ach ja, genau. Okay, dann müssen wir da auch noch hin. Brauchen wir uns noch eine Banane? So, wie sehen wir das? Auch der Forest. Okay, dann passt es ja. Ja, sonst können wir eigentlich fast eigentlich alles abschließen. Von dem haben wir noch gar nichts bekommen. Bloody Tomatius. Wo wir den ja schon ein paar Mal gekillt haben, ne? Erstaunlicherweise. Okay, ich würde jetzt sagen, wir machen einfach noch einmal eine Runde, dass wir den angreifen. Also das eine Vieh. Und dann gehen wir dann in den Forest und mal gucken, wo uns noch die Banane. Die Bananen. Bananensplit. Wer weiß das schon. Ja, komm, nimm du mal ein Item. Davon haben wir ja genug. Das ist das Problem. Aber nicht. Unnötig. Ich muss mal kurz warten, bis es wieder... Da ist es aufgetaucht. Ich greife einfach direkt ran. Gelände im Gelände. In dem bricht man die Tomate. Ist das so random schon bekommen? Klauen kann ich ja nicht. So. Alles klar. Also dann raus. Und somit in den Wald. Um noch die zwei Gegner zu sammeln, die wir noch brauchen. So. Let's go. So, Banana. Wo ist Banana? Das ist auch kein mit. Der muss schon einmal hier sein.
Sonst macht es ja keinen Sinn. Also werden wir. Ich habe in anderen Spielen auch schon sehr oft mitbekommen, wenn man einfach alles sammelt, hilft es dann später auch sehr gut, nicht alles nochmal zu machen. So. Und habe ich jetzt alles bekommen, was ich brauche? Banana! Yes! Nice! So, wir checken nochmal die Quests. Was haben wir? Was haben wir? Okay, wir müssen den mal suchen. Und genauso den hier. Das ist eine gute Frage. Ich weiß jetzt halt gar nicht, wie der Gegner ausschaut. Und ist das sein? Da ist er ganz allein. Der heißt ganz anders. Wir müssen im Endeffekt einen Gegner finden, den wir noch gar nicht gesehen haben. Weil aufzufinden scheint er nicht. Wir haben jetzt nur im Endeffekt die Banane. Die Banane hier. Das komische Ding hier. Ist es das gewesen? Oh, gerade zu schnell. Ja, okay. Davon noch zwei Stück. Aber den anderen? Einer fehlt noch. Ich glaube, da sind wir am Strand. So. Gehen wir runter. Da. Nee. Hast du überlebt? So, nächste Quest abgeschlossen. Jetzt gehen wir einfach mal raus und gucken, ob wir vielleicht draußen am Strand den Gegner finden, den wir suchen. Ich habe jetzt gerade gar nicht alle im Blick, was das angeht, was... gehen wir mal da drauf. Okay, haben wir gleich alle beide, sehr schön. Ah ja, hier kommt es, oder? Da haben wir aber auch ein paar. So, weiter geht's. Okay, also, weiter geht's. Okay. Ich glaube noch einen, oder? Dann haben wir glaube ich alle. Oder? Nee? Oder sind wir schon fertig? Ja, wir sind schon fertig. Alles klar. Also, Harry Marimo habe ich immer noch nicht gesehen. Auch wenn er hier in Forest sein soll. Schwierig. Ist genauso wie das hier. Ich weiß nicht, wie lange ich dann da unten kämpfen muss. Können wir gerne aber mal ausprobieren. Ich will noch mal einmal kurz checken. Ich gehe mal nach links. Es muss ein Gegner sein, den wir noch gar nicht gesehen haben. So habe ich das Gefühl. Das ist halt die gute Frage. Ich habe echt kein Schimmer. Definitiv nicht. Ich glaube, die Gegner sind noch nicht aufgetaucht. Die kommen vielleicht erst mal. Nee, die müssen erstmal wahrscheinlich erscheinen. Oder die kommen so random selten. Aber das glaube ich nicht. Gut.
Also auf jeden Fall haben wir die Gegner nicht hier am Start. Also müssen wir einfach mal ein bisschen warten, was das angeht. Vielleicht muss man erst von der Story ein bisschen vorantreiben, dass wir im Endeffekt alles abfliegen können. So, auf jeden Fall haben wir jetzt einiges. So, wie gehen jetzt erstmal die ganzen Missionen ab? Wir haben das hier. Yes. Okay. It'll reach to how the cracks act, okay. Ja. Carrying. Button control. Okay. Alles klar, merken wir uns mal. Dann hier, ich mal drei Heilungsteile zurück. Dann Love Potion. Okay. Gold. Nice. Und nochmal Gold. Sehr schön. So, haben wir schon ganz schön viel, ne? Wenn man das so sieht. So. Ja, dann können wir das auch mal kaufen. Herstellen sozusagen, craften. Hier brauchen wir noch mal Lipstick. Lipstick war, glaube ich, im Wald. Ja. So, try on. Okay, also. Jetzt schauen wir mal, was haben wir denn überhaupt? Okay, die kann das nicht. Okay. Frag mich nicht. Frag mich nicht. So, okay, da haben wir eigentlich jetzt alles abgeschlossen. Da haben wir auch nichts offen, außer halt die Harry Marimo. Und plötzlich. Prima. Ja. Was? Ah, so geht das also. Wir können sie doch schon mitnehmen. Da müssen wir jemand rausmachen. Dann können wir hier so wieder. Also wir können nur drei, nur vier mitnehmen. Das ist okay. Muss man erstmal wissen, ne? Ja. Super! Lipstick. Warte mal, wir müssen nochmal checken, wo wir das bekommen haben. Cave, okay, so eine okay, alles klar. Ja, dann müssen wir wieso nochmal hin. Super. Mal schauen. Let's go. So, spielen wir auch gleich mit dem neuen Charakter. Sehr schön. Ja. Da ist es ein Event. Okay. Out. So, jetzt bin ich mal gespannt, was kann die denn? Feuer! Okay. 39. Weg mit dir! Aber wenn wir das schon haben. Okay, man kriegt hier echt hier random Sachen. Also wirklich so, wo man sagen können, ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Scheint nicht der Fall zu sein. Dass man hier gezielt jagen kann. Weg mit ihr. Okay.
Aber auf jeden Fall interessantes Outfit, was sie hat hier. Die Gabel und zwar. Ja, wirklich sehr viel Hunger. Damn. Okay, wir checken mal weiter. Wir brauchen immer noch das andere Zeug. Ich weiß nicht, wie wir das andere Zeug kriegen. Das ist so nervig. Ehrlich gesagt. Feier. Ich überlege gerade. Du musst mal ausprobieren. Geh mal hier auf Defend. Die hatte Feuer. Oh, aber die hatte Lust. Ah, Liquid Dance. Okay. Ah, verdammt. Eigentlich Wasser. Ne? Aber hätte sein können, dass. Lipstick, das haben wir endlich mal bekommen, okay. Eins. Und wie viel brauchen wir? Ups, das war das Falsche. Noch drei Stück. Geil. Okay. Ich würde sagen, wir gehen hier raus. Probieren wir das einfach jetzt mal. Statistik. Ah ne, das Item Shop. Ja, ich weiß. So, will aber nichts kaufen. Das haben wir schon. Eigentlich, oder? Training extra. Okay, gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal Training machen, eine Runde. Und dann bin ich mal gespannt. So. Okay, also. Ich würde machen die mal ein bisschen stärker. Ich würde mal Cray Egg nehmen. Gucken, was passiert. Ah, okay. Okay, weiter geht's. Oh, rare. Okay. Nice. Was kriegen wir raus? Oh, Pie-Extrakt. Okay. Ja, machen wir einfach weiter, oder? Wenn wir gerade dabei sind. Und nochmals. Oh, Pie-Extrakt 2. Nice. Na, versaut. Und? Oh, schon wieder versaut. Jetzt gucken, ist aber so. Und wieder versaut. Ich frage mich, ob man das vielleicht besser hinkriegen. Oder kann man da gar nichts machen? Okay. Luster Stone. Okay. So. Und nochmal. Okay. Gut, okay. Also, Training-Extrakt würde ich sagen. Hauen wir rein. So. Okay, wir haben Skill erhöht. Oha. Neue Fähigkeit. Arm Break. Gleich bei dir weiter. So. So, okay. Gut, dann haben wir's. Und würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann machen wir natürlich das Event da drinnen in dieser Quest. Würde mich freuen, wenn ihr auch wieder am Start seid und somit wieder schauen reingehauen. Euer Quest-Engine 3000 mit Seven Pirates H. auf der Switch. Euer Christian 3000. Und nicht zu vergessen, liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig. Der Support ist kein Mod. Und somit wieder schauen, reingehauen und bleibt gesund. Ciao, Leute.